Ja, Segeln ist einfach schön. In der Natur sein. Man kann so schön runterfahren. Ist entspannt. Ist genau die richtige Geschwindigkeit irgendwie. Nicht zu schnell, man kriegt das alles noch mit. Ja, und jetzt ist gerade so wunderschöne Bedingungen. Wir haben Wind. Ja, vielleicht 5 Knoten Wind, 4, 3. Ja, und wir segeln hier in der Ostsee, in der nördlichen Ostsee. Vor einem Scherengarten. So ein bisschen Restdünung von den letzten Tagen. War ziemlich windig. Ich habe auch noch ein bisschen Restwelle, aber minimal nur noch jetzt. Ja, und ich wollte mal was ergänzen zu unseren Veränderungen am Boot bezüglich der Geschwindigkeit. Ich zeige euch erst nochmal, womit wir jetzt hier so segeln. Weil ein neues Phänomen ist damit aufgetaucht, und zwar das Phänomen, dass wahrer Wind und scheinbarer Wind doch zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. Also vorher haben wir bei wahrem Wind andere Geschwindigkeiten immer gesegelt. Das heißt jetzt immer, sobald wir wenig Wind haben, Halbwind, Raumwind, wird es bei uns fast immer fast zu einem Amwindkurs. Wir haben jetzt eigentlich Halbwind, so eigentlich 120 Grad für 5 Knoten und segeln jetzt ungefähr so 60, 65, 70 Grad am Wind. Und gesetzt haben wir dafür unseren Genacker und das Großsegel. Und das würde ich jetzt mal kurz zeigen. Und wir segeln hier so mit 3,5 Knoten Geschwindigkeit. Also wirklich eine wunderschöne Geschwindigkeit. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. So eine kleine Böe dazukommt oder auch nicht. Also wirklich sehr schön. Ja, toll. Also hier noch eine kurze Aufnahme. Ich drehe noch mal ganz kurz zu unserer Besegelung. Ich muss das unbedingt nochmal zeigen. Das ist so toll. Es ist kein Wind. Es ist null Wind. Ich weiß es nicht. Ein Knoten. Also man sieht das hinter uns. Spiegelglatte Fläche. Und wir segeln hier mit 3,5 Knoten. Wir produzieren unseren eigenen Wind. Das ist ja gegen alle physikalischen Gesetze. Aber wir machen es. Das ist ja wie bei, ich weiß nicht, bei diesen Rennseglern, die auf ihren Tragflächen fliegen. Ich meine, das haben wir noch nicht. Wäre auch nicht schlecht. Wäre das nächste Projekt vielleicht. Nee. Wir haben unseren Genacker draußen. Unser Groß natürlich. Ich kann das mal kurz zeigen. Also wir haben schon ein bisschen Segelfläche, aber ja, 100 Quadratmeter. Ein bisschen drüber, vielleicht 110. Wir wiegen 9 Tonnen. Kein Wind. Ey, ist das toll? Das ist so schön. Ruhiges, friedliches Wasser. Und wir segeln hier fast 4 Knoten. Also den Wind, den wir spüren, ist der Wind, unser Fahrtwind. Wenn ich wahrscheinlich das Segel wegmache, bleiben wir stehen. Nicht nur, weil wir das Segel wegmachen, sondern dann ist ja auch gar kein Wind mehr da. Dann schwitzen wir hier. Also wir haben sogar den Vorteil durch den eigenen produzierten Wind. Ja. Leicht fächelnd, schön. So wollen wir das. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Übrigens, wir sind auch die einzigen, die segeln. Drumherum sind immer mal ein paar andere Boote, die alle motoren. Also in dem Sinne, ich mache noch mal so ein Bild.
Ich wüsste nicht, was man machen sollte, wenn man nicht segelt. Also, Segeln ist so, so schön. Es macht so viel Spaß. Manchmal sogar noch Abenteuer dabei. Und so ein bisschen entschleunigen, Sonne genießen, ein bisschen Wind. Nee. Ja, ich bin ja gerade so auf so einem schönen kleinen Folgeboot. Aber so klein ist es ja gar nicht. Mal gucken hier nach oben. Ja. Haben sie so gerade schön achterlichen Wind. Ja, so 2-3 Windstärken. Ganz bisschen Welle. Land in Sicht. Immer ein paar andere Segler. Fast blaues Meer. Ja, ist nicht richtig blau. Aber Tendenz zu blau ist da. Ja, und das Wasser, das gluckst hier so schön. Super friedlich. Ich mache mal eine Drehung mal nach vorne. Ja. Man kann ja hinfahren, wo man will. Ist überall tief genug. Tolle Landschaft. Ja. Nette Leute mit an Bord. Bisschen was essen, bisschen was trinken. Ja, mehr braucht man nicht. Mehr braucht man wirklich nicht. Ja, was segelt. Ein bisschen gutes Wetter. Und Zeit. Ja, Zeit. Man müsste Zeitmillionär sein. Und ja, das muss man sich ein bisschen hinorganisieren. Ne? Geht nicht immer, aber ja, so ein bisschen. Am besten keine Uhr mitnehmen. Uhr schön zu Hause lassen. Sich keinen Termin hinterher machen. Stimmung ist schon toll. Ja, so ein bisschen Hafenatmosphäre. Es plätschert so leicht und ja, die Leute sind alle irgendwie entspannt. Sonne scheint. Bisschen über 20 Grad. Ja, Wasser hat irgendwie eine tolle Atmosphäre. Also, so, die Tiere irgendwie auch entspannt. Ja, ich liebe diese Atmosphäre. Hat irgendwas, in irgendeine besondere Atmosphäre ist das irgendwie, dass da die Leute so weich macht, sage ich mal, und ja. Und sie auch netter ein bisschen miteinander umgehen, vielleicht. So mein Eindruck. Nee, ist schon sehr, sehr schön. Also, tolle Impressionen. Und alle Häfen sind irgendwie toll. Ich meine, das ist jetzt ein spezieller Hafen für mich zumindest.